Guten Tag, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz. Wir erleben gerade in der Ukraine, was man bei jedem Krieg erlebt, mit zunehmender Dauer wird er brutaler, grausamer, gegeneinander geführt. Die Opfer in der Zivilbevölkerung werden größer. Vielen Menschen bleibt nur noch die Flucht. Wir begrüßen daher außerordentlich die diplomatische Initiative von Frau Merkel und Präsident Hollande. Zum Verhandeln gibt es in der Tat keine Alternative und es muss alles getan werden, um auf diesem Verhandlungsweg zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Wir begrüßen auch die deutliche Absage an Waffenlieferungen, die in der Tat nur dazu führen würden, dass der Konflikt noch weiter ausgedehnt wird. Wir sehen mit Sorge die Stimmen in den Vereinigten Staaten, Druck auf Präsident Obama auszuüben, doch Waffen zu liefern und damit im Übrigen die große Gefahr herbeizureden, dass dieser Konflikt ganz schnell internationalisiert wird und zu einem großen Problem für ganz Europa werden kann. Hier fordern wir Frau Merkel, Herrn Steinmeier auf, deutlich zu machen, dass sie und auch die Europäische Union für einen solchen Weg nicht zu haben sind, sondern dass sie sich deutlich wehren, die eigenen außenpolitischen Interessen von Deutschland und von Europa in den Vordergrund stellen und sich nicht quasi in eine kriegerische Auseinandersetzung hineinziehen zu lassen. Frau Merkel hat ja zutreffend gesagt, dass der Konflikt militärisch nicht zu lösen sein wird. Das können wir nur bekräftigen. Ich glaube, dass wir vier Forderungen haben, um diesen Konflikt zu lösen, oder vier Positionen. Erstens keine Waffenlieferungen, weder an die Ukraine noch, und das sage ich auch nochmal deutlich, von Russland an die Separatisten. Auch diese Waffenlieferungen müssen eingestellt werden. Wir brauchen einen schnellen Waffenstillstand. Wir müssen dafür sorgen oder beschleunigen, dass es zu Verhandlungen kommt, die eine tragfähige Lösung herbeiführen. Man wird an stärkeren Autonomieregelungen für die Ukraine wahrscheinlich nicht vorbeikommen. Und letztens, wir müssen die Rolle der OSZE stärken. Ich habe es mit Freude gelesen, dass der Vorsitzende Tsarnier ähnliche Forderungen aufgestellt hat, auch noch mal betont hat, dass hier die OSZE eine größere Bedeutung erlangen muss, sowohl bei der Überwachung eines Waffenstillstandes, auch bei der Begleitung von Verhandlungslösungen. Ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen, besteht noch eine Chance auf eine friedliche Lösung dieses Konfliktes, wobei ich noch dazu sagen möchte, dass die Aussagen, dass es hier um finale Lösungen gibt, also wenn jetzt nichts kommt, dann kommt es doch zum größeren Krieg oder dann müssen wir doch Waffen liefern, dass man damit außerordentlich vorsichtig umgehen muss. Ich glaube, an Verhandlungen, solange sie noch irgendwie möglich sind, führt kein Weg vorbei und man sollte mit der Ankündigung von Finalität doch sehr vorsichtig umgehen. Zur aktuellen Lage in Griechenland. Alexis Tsipras hat gestern in seiner Regierungserklärung deutlich gemacht, dass es mit der Umsetzung von Wahlversprechen ernst meint. Da geht es um die schrittweise Erhöhung des Mindestlohns auf 751 Euro. Es geht um die Erhöhung insbesondere der kleinen Renten. Es geht um Strom- und Essensversorgung für die Bevölkerung. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es viel aussagt über die sozialen Verwüstungen, wenn eine Regierung in einem Kernland von Europa Essensgutscheine ausgeben muss, damit die Ernährung der Bevölkerung gesichert wird. Und es geht um Steuergerechtigkeit und um die Bekämpfung der Steuerflucht und von Steuerbetrug. Wir selber werden im Bundestag einen Antrag einbringen, der dazu geeignet ist, die griechische Regierung in ihrem Bemühen zu unterstützen.
Da geht es um 4 Punkte. Erstens die Auflagen der Troika, nämlich Renten zu kürzen, Löhne zu kürzen, Sozialsysteme zu zerschlagen und öffentliches Eigentum zu verramschen, müssen weg. Zweitens, wir brauchen eine Schuldenregelung, die Griechenland ermöglicht, ihren Wachstum, einen Wachstumskurs für die Wirtschaft wieder aufzunehmen und der griechischen Regierung Luft zum Atmen lässt. Es kann nicht im Interesse von Deutschland sein, dass die griechische Wirtschaft an die Wand fährt. Drittens, wir brauchen die Unterstützung auch der Bundesregierung, im Übrigen auch der Europäischen Union, gegen Kapitalflucht und Steuerbetrug. Konkret schlagen wir vor, Auslandsguthaben über 200.000 Euro einzufrieren und mit den griechischen Finanzbehörden abzustimmen, ob es sich hier um Steuerbetrug und Steuerflucht handelt oder ob es um ordnungsgemäße Beträge geht. Das würde der griechischen Regierung helfen, tatsächlich die Steuerflucht einzudämmen, auch die Kapitalflucht. Das Gleiche gilt im Übrigen für Immobilienvermögen. Wir wissen ja alle, dass die griechischen Milliardäre und Millionäre in deutschen Großstädten ganze Wohnblocks aufkaufen, Luxuswohnungen aufkaufen und so ungeheure Vermögen anhäufen, die häufig in Griechenland nicht versteuert werden. Und letzter Punkt, es geht gar nicht, dass die Europäische Zentralbank politische Auflagen macht, die griechische Regierung abstraft, weil sie einen anderen Kurs einschlägt. Die griechische Regierung wurde vom Volk bestätigt. Die Zustimmungsrate beträgt gerade an die 70%. Die Europäische Zentralbank hat kein Recht, diese Linksregierung anders zu behandeln, wie sie die vorherige Regierung behandelt hat. Insofern muss tatsächlich die Europäische Zentralbank ihren Kurs ändern. Ich will noch mal wiederholen, dass wir auch dringend in ganz Europa ein europäisches Zukunftsinvestitionsprogramm brauchen. Der Juncker-Plan reicht nicht aus. Wir müssen aus der langjährigen Stagnationsphase herauskommen. Wir müssen insbesondere die zunehmende Massen- und Jugendarbeitslosigkeit beseitigen in Europa. Dafür muss investiert werden, insbesondere in öffentliche Infrastruktur, in Programme gegen die Massenarbeitslosigkeit. Der Juncker-Plan reicht hierzu nicht aus. Es scheint mir auch etwas illusionär zu sein, mit 20 bis 30 Milliarden Investitionsvolumen von über 300 Milliarden generieren zu wollen. Für so ein Zukunftsinvestitionsprogramm ist es höchste Zeit. Normalerweise müssten bei Frau Merkel wirklich angesichts der Wahlen am Wochenende in Frankreich alle Alarmglocken läuten, dass wir hier in Frankreich eine Konstellation bekommen, dass eine rechtspopulistische Partei, Le Pen quasi einen Wahlkampf führen kann gegen alle anderen Parteien und nur knapp unterliegt, ist Ausdruck großer Verwerfungen und natürlich auch einer verfehlten Europapolitik, die Frau Merkel mit zu verantworten hat. Und ich glaube, dass wir so nicht weitermachen können. Es wird die soziale Polarisierung wird zwangsläufig in eine politische Polarisierung überschlagen. Und dort, wo rechtspopulistische Parteien dann mehrheitsfähig werden und diese Parteien sind im Unterschied zur Linken wirklich europafeindlich und stellen quasi den europäischen Einigungsgedanken grundsätzlich in Frage. Also ich glaube, es wird deutlich, dass wir so nicht weitermachen können. Steuerbetrug gibt es nicht nur in Griechenland, sondern wie wir jetzt gesehen haben, in ganz Europa. Und es scheint doch zur beliebtesten Sportart der Reichen zu gehören, dass sie in großem Ausmaß die Staaten um Steuereinnahmen betrügen. Das Beispiel der HSBC ist der
nur eine Wiederholung vergangener Steuerbetrugsfälle. Betroffen sind in diesem Fall auch 2106 deutsche Konten, wenn ich das richtig nachlesen konnte. Also trotz aller CDs und was alles veröffentlicht wurde in den letzten Jahren und aller Ankündigungen, dass man jetzt dem Steuerbetrug endlich Grenzen setzen will, scheint es nicht auszureichen, um Reiche und Vermögende wirklich davon abzuhalten, den Fiskus zu umgehen und die öffentliche Hand um die Finanzierung des Gemeinwohls zu betrügen. Deswegen muss die Symbolpolitik für Steuerbetrug endlich beendet werden und es müssen handfeste Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung her. Dazu gehört natürlich einseitige Maßnahmen gegen Staaten, die beim Informationsaustausch über Kapitalerträge nicht kooperieren. Es muss eine Meldepflicht her für Kapitalbewegungen im Ausland ab einem jährlichen Betrag in Höhe von 100.000 Euro. Wir brauchen eine deutliche personelle Aufstockung der Steuerfahndung. Wir haben ja schon immer die Forderung nach einer Steuerpolizei gestellt. Vorangegangen ist leider immer noch nicht. Wir brauchen eine Ausweitung der EU-Zinsrichtlinie auf alle Kapitaleinkünfte in der gesamten Europäischen Union. Und wir brauchen internationale Vereinbarungen über die vollständige Schließung von Steueroasen. Und ich erneuere auch nochmal unsere Forderung, dass Banken, die bei dreimaliger Unterstützung von Steuerbetrug behilflich sind, die Lizenz entzogen werden muss. Es kann nicht sein, dass hier Banken die besten Helfershelfer für Steuerbetrug von Reichen sind. Gestatten Sie mir noch einige Sätze zur Klausurtagung der SPD am Wochenende. Die SPD will sich jetzt wieder stärker der arbeitenden Mitte zuwenden, wobei die Mitte ja bekanntlich ein weites Feld ist und will damit aus ihrem 25%-Turm herauskommen. Sie übersieht natürlich, dass sie indirekt, indirekt mit ihrer Politik der Agenda 2010, mit ihrer Steuerpolitik der vergangenen Jahre und mit ihrer Rentenpolitik erheblich dazu beigetragen hat, diese Gruppe am stärksten zu belasten. Sie hat im Übrigen auch dazu beigetragen, dass der Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen der von ihr immer hervorgehobenen Arbeitnehmerschaft gewachsen ist. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn diese Politik beendet würde und eine Politik gemacht wird, die Durchschnittsverdiener und Durchschnittsverdienerinnen wieder stärker begünstigt. Dazu gehört insbesondere eine andere Steuerpolitik, eine andere Rentenpolitik und eine Stärkung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Wir dürfen nicht übersehen, dass es gerade die Familien, die jetzt die SPD auch wieder hervorgehoben hat, sind, die am stärksten darunter leiden, welche Mängel es nach wie vor in Bildung, Gesundheitswesen, bei den Kindertagesstätten und in anderen Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge gibt. Wir begrüßen die Aussagen zur Rentenangleichung Ost. Allein uns fehlt der Glaube. Man hätte das natürlich schon längst machen können und es fehlt immer noch ein verbindlicher Plan, die Renten anzugleichen. Ich brauche hier an dieser Stelle nicht nochmal darauf hinzuweisen, dass es wirklich eine Entwertung der Arbeitsleistung der Ostarbeitnehmer ist, dass ihre Arbeitsleistung weniger wert ist wie die im Westen. Das gehört schon lange geändert und es wird aber erst geändert, wenn es dafür tatsächlich einen verbindlichen Plan gibt. Den vermissen wir bis heute. Letzter Punkt zum Endspurt der Wahlen in Hamburg. Eine vielleicht bundesweit gar nicht so bedeutende Wahl, aber für uns schon. Ich war am Wochenende auch zusammen mit Katja Kipping nochmal beim Endspurt des Wahlkampfes. Er wird noch jetzt ein paar Tage gehen. Ich
Ich glaube, wir können sagen, dass die Linke mit ihren 8 Abgeordneten in der Bürgerschaft eine gute Arbeit gemacht wird. Das wird jetzt auch honoriert. Die Umfrageergebnisse zeigen doch, dass die Linke jetzt auch in der Endphase des Wahlkampfes offensichtlich ansteigt, wobei berufsmäßig muss man immer als Politiker vorsichtig mit Umfragen sein. Umfragen sind nicht immer identisch mit Wahlergebnissen und wir wollen auf alle Fälle die Wahlen gewinnen, nicht die Umfragen. Aber der Abstand zwischen Grünen und Linken ist nicht mehr allzu groß. Er beträgt nach neuesten Umfragen noch 1,5%. Ich würde mich sehr freuen, wenn es in einer westdeutschen Großstadt gelänge, dass die Linke vor den Grünen abschneidet. Das würde noch mal ein deutliches Signal geben, dass wir uns eben auch in westlichen Ländern, insbesondere in den Ballungsräumen, stärker etablieren und anwachsen. Ich bin aber sehr sicher, dass wir einen guten Wahlerfolg erzielen werden. Das hängt auch damit zusammen, dass die Linke die einzige Partei in Hamburg ist, die etwas Farbe in diesen Wahlkampf bringt. Alle anderen Parteien werben ja mit weiter so alles gut in Hamburg und tun die Vorzüge dieser Stadt in den Vordergrund rücken. Die Linke ist die einzige Partei, die den Finger auf die Wunden legt, die den starken Mietanstieg, die Gentrifizierung in vielen Stadtteilen kritisiert, die Armut in der Stadt und insbesondere auch die Kinderarmut ins öffentliche Bewusstsein rückt, ist die einzige Partei, die starke Prekarisierung der Arbeits- und Lebensverhältnisse zum Thema macht. Wir müssen wissen, auch in Hamburg gibt es 30% prekäre Beschäftigungsquote. Also mit dem deutschen Jobwunder ist das immer nicht so weit her, wenn das in erster Linie Arbeitsplätze sind, von denen man nicht oder nur ganz schlecht leben kann und die doch sehr unsichere Existenzgrundlagen liefern. Wir werden uns jetzt auf die Endphase des Wahlkampfes konzentrieren und wenn es tatsächlich gelingt, die Umfrageergebnisse zu realisieren, wird die Botschaft am Sonntagabend sein, dass die Linke im Westen wieder da ist.